Das immer wieder auf Deponia. Ich habe ein bisschen rumprobiert und das scheint tatsächlich ein Bug zu sein, der sich auch in den Foren verifizieren lässt. Da ich keine Lust hatte, alles nochmal zu spielen, gab es glücklicherweise Save Games zum Runterladen von der offiziellen Deadlight-Seite, was ich ganz nett finde. Und da habe ich jetzt eins hier in der Sauna, das hoffentlich funktioniert. Wir wollen das Ding laden. Und jetzt müssten wir wieder am Anfang der Sauna sein. Ja, das sieht ganz gut aus. So, das heißt, wir können hier weitermachen. Ich hänge mal wieder das Armband da hoch. Hey, findest du das lustig? Schon irgendwie. Diesmal nehmen wir jetzt nur einen Schweiß. Was tust du? Igitt. Genau. Ich werde noch ganz glitschig. Leider noch nicht glitschig genug, um mich von der Stelle zu bewegen. Und dann den Schweiß vom anderen. Was soll das denn? Ist das eckerlich. Um uns da glitschiger geht nicht. Einzuglitschen. Jetzt sind wir so glitschig, wie wir glitschig sein können. Und können jetzt vielleicht hier raus. Aha. Und jetzt können wir uns Kohlen holen. Und jetzt können wir diese Kohlen auf sein Handtuch packen, damit er uns das hier rausreißt. Habe ich recht? Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Ich wusste es. Das war so klar. Okay, das heißt, ich habe das Rätsel gelöst. Das war nur der Bug, der mich dann gehindert hat. Oh Gott. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffenstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los. Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Oh oh, das ist doch der gelöschte Ronny. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Wartet, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Wir haben keine Zeit. Das klingt nach einem Minispiel. Ich mag Minispiele. Sie sind schon im Koi-Aquarium. Was ich mich immer noch frage, ob ich das alles hier schneller auslösen könnte, indem ich nur das Monster unten in die Klonmaschine stecke und den ganzen anderen Kram nicht mehr sparen können. Wir haben keine Zeit! Wir glauben an dich! Ich nehme an, ich muss alle runterdrücken. Gut machst du das! Also, der Gelbe lässt den Roten hier wieder hochgehen, aber eben hat er doch noch einen anderen hochgehen lassen, oder? Ach so, die geht noch tiefer. Du schaffst das! Ja, jetzt lässt er den Blauen hochgehen. Ich glaube, der lässt einfach den... Oh. Nicht doch die Champagner duschen! Der lässt das hier wieder hochgehen. Sieh zu! Ich probiere mal ein bisschen rum, gerade. Komm schon! Ich weiß nicht, ob ich die alle runterschieben möchte. Oh, der Blattgold brennt! Das war jetzt kein kompliziertes Rätsel. Ich habe nicht verstanden, was ich getan habe, aber es war sehr einfach zu lösen. Ich hab die Codes. Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Schnell! Lies vor! Geht ja schon los! Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht! Gamma Beta, Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht! Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ah, ah, Sie haben mein Bein! Ja. Ah. Hä? Moment. Da! Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell! Was? Hä? Was? Was geht hier ab? Hilfe!
ist das? Zimmerservice, okay? Ein Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt, die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Und den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha, dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Was? Warum ist denn jetzt die Zeit? Und ich habe die Abbruchcodes und ich habe keinen Timer diesmal. Hey. Aber, oh doch, ich habe einen Timer. Oh Gott, da läuft er. Oh, ich will nicht nochmal alles machen müssen. Nein. Nein, Goal. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Rufus. Es heißt ja auch Rufus. Kuschus? Kuh. Nein, Ruh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, nicht. Ach, egal. Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Nein! Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. No! Nein! Schnell hinterher. Oh! What? Hilfe! Was? Was? Gibt's doch nicht. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Bla bla bla. Was? Und gleich geht der Timer wieder los. Den Helm, das habe ich auch schon probiert. Kann ich die... Ich hol mir mal wieder die Klavierseite. Vielleicht kann ich ihr Foto mitnehmen. Oh ja, mach mal schneller. Das war Fist, du Banause. Ich will das Bild, ich will das Bild. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Ich will das Bild mitnehmen. Cole hat nie... Okay. Hinten rum. Hey, warum sind die beiden weg? Was ist da los? Moment, was ist denn jetzt im Fahrstuhl? Ist noch jemand im Fahrstuhl? Ja, natürlich ist da noch jemand im Fahrstuhl. Aha. So ein Reinfall. Okay. Hilfe. Aber warum spult es zurück? Ich versteh's gar nicht. So. Das überspringen wir mal wieder alles. Okay, ich hab noch eine Idee. Was? Wenn ich... Nein, Moment, wahrscheinlich so. Hey! Interface erkannt. System verbunden. Ja, verdammt mal schneller! Kontrollrad! Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fetzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag! Wo jetzt? Was? Zerstören? Wie? Nein! Aha! Goal? Ja? Wer... Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hierbleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein, ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte?
nicht das. Nein, nein, Rufus, nein, nein. Weil ich es verbiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Auf jeden Fall nicht der. Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem, die Verlobung mit Cletus war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Na, natürlich. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Am Goal. Goal? Ich rede nicht mehr mit dir. Ich kann raus. Sie ist noch im Fahrstuhl. Ich will nicht die Selbstzerstörung. Ah! Hilfe. Okay, sie ist nicht mehr im Fahrstuhl. Okay. Ich muss wohl die Selbstzerstörung aktivieren. Tut mir jetzt leid, dass wir das hier nochmal anhören müssen. Moment. Denkt einfach, als wäre nichts geschehen. Versteht ihr? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. So. Code eingeben. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Und so. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Hahaha, ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun... Abbruch. Nichts leichter als das. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das? Schnell. Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Gamma? Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Nein. Cletus? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Na, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau, wie Gerda. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum, das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow, das klingt aufregend. Was können wir tun? Panzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Dort steht mein Chronokar. Goal ist so begeistert. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Sie ist ein bisschen die Kind-Goal diesmal. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die
Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Was? Wie? Da unten liegt ein Schlegel. Und die Echsenhaut. Moment mal, das kommt mir jetzt aber vage bekannt vor. Goal! Dies ist der erste und vermutlich auch letzte Tag deines Lebens. Soll ich mich etwa darüber freuen? Ja, aber halt nicht so lange. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Uhr tickt. Goal hat jetzt die einmalige Chance, mich nochmal ganz von Neuem kennenzulernen. Beziehungsweise die unendlich malige. Ja? Dieser Helm muss in die Reinigung, junges Fräulein. Das machst du nicht übel. Ja, ich bin schon super. Worin bin ich nochmal super? Möchtest du eine kleine Massage, gefällig, Go? Moment mal, hast du das aus unserem Habitat geklaut? Wie soll das gehen? Wir teilen alles. Seit wann? Seit Montag in 6 Wochen. Leg es so lang wieder zurück, okay? Klar, natürlich. Moment mal, hast du das aus unserem... Wieso? Seit Montag in 6 Wochen. Leg es so lang... Ja, Mist. Oh, no, 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 no. Was sind das für Dinger? Warum sind die überhaupt noch da? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Heiliger genau. Robert, wir werden in alle Ewigkeiten von Fuloks getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Fuloks? Brave Fuloks. Gute Fuloks. Überhaupt nicht hungrige Fulöckchen. Knopf. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Fuloks überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fuloks zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallzwirren oder Wall. Denk nicht einmal dran. Und jetzt festhalten! Nein! Stopp! Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt! Rufus? Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fuloks werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuloks, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen, wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp, na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Das ist schon wohl die Höhe. Das ist wirklich die Höhe. Ich wette, wir sind schon irgendwo in Kuba. Und Goal hasst uns noch nicht. Hey! Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fuloks verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Gut gesprochen. Ich wollte nach Elysium? Check. Ich wollte die Welt retten? Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also, wo geht es nach Kuvak? Ja, sind wir wohl doch nicht in Kuvak gelandet. Mist. Oh Gott, das sieht wieder nach jeder Menge abgetrieben.
Kreter Rätsel hier aus. Nach jeder Menge. Das ist so ein Funhaus, so ein Jahrmarkt. Das erinnert mich so ein bisschen an den Jahrmarkt der Verdammten aus Monkey Island. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Anspielungen drauf. Aber ich schätze mal, all diese Anspielungen werden in der nächsten Folge kommen müssen, denn das ist ein wunderbarer Punkt für den Schnitt. Also bis dann. Tschüss.